Hi, ich bin Benny von Bike Components. Der dritte Tag der Eurobike. Unfassbar viele Eindrücke gesammelt und. Wobei, ich bin ja gar nicht Benny. Marc! Ich bin Benny! Ah, großartig, dann mach mal weiter, denn ich habe gehört, jetzt geht's zum Newman. Alles klar, mach ich. Aber warum liegt hier überall Stroh? Hey Michi, hallo. Hi Benny. Alles klar? Alles klar. Ja. Anfang des Jahres hast du Newman gegründet. Ja. Was war der Hintergrund? Naja, nach fast 15 Jahren Synthes und Lightwheel war es einfach an der Zeit, was Neues, ganz Eigenes zu machen. Was hast du für Produkte mit zur Eurobike gebracht? Ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit den Vorbauten an. Ja. Wir haben zwei unterschiedliche Vorbautypen. Die Vorbauten sind vom Body her gleich. Der Unterschied ist die Klemmung. Wir haben einmal einen klassischen Vorbau mit 4 Schraubenklemmung und dazu haben wir einen superleicht Vorbau mit nur 2 Schrauben. Der Trick an der Sache ist das, die Kontur vorne entspricht genau der Innenkontur vom Goa. Das heißt, wir können von vorn hier durchschmieden und wenn wir das Ganze dann ausfräsen, erhalten wir so einen geschlossenen Vorbau. Es ist hier oben sogar stabiler, allerdings ist es eigentlich gar nicht notwendig, weil auch Vorbauten mit den 4 Schrauben stabil genug sind. Es ist einfach eine Möglichkeit, nochmal die letzten Gramm aus seinem Bike rauszukitzeln. Wie viel Gramm hat es ungefähr ausgemacht? Knapp 20 Gramm gegenüber dem Vorbau mit 4 Schrauben. Serienmäßig kommt der Vorbau mit den Schrauben von hinten eingeschraubt und dann spannt man die Schrauben an, dann geht die Klemmung ein bisschen auf, dann kann man den Lenker reinschieben, dann nimmt man dreht man die Schrauben zurück, nimmt die Beilagscheiben raus und ist montiert. Die Aluminiumteile heißen alle Evolution, die Carbonteile heißen alle Advanced. Wir sehen ja hier ein etwas anderes Design. Was hat es damit auf sich? Das ist die Oberfläche von der Techstream-Faser, die wir verwenden. Die ist wesentlich teurer wie die OD-Faser, hat aber den Vorteil, dass wir die Lenker leichter bei gleicher Stabilität bauen können. Dann machen wir weiter mit den Laufrädern oder Folge. Wir fangen am besten mal mit dem Alu-Laufradsatz an. Den gibt es in 3 Breiten, und zwar in 25, 30 und 35 mm. Wir sprechen hier von der Innenbreite. Die Folgenhörner sind nach außen gebogen und haben festgestellt, dass wenn man die Folge um 12,5 Grad nach außen stellt, dann ist das der optimale Winkel, um der Kraft entgegenzuwirken und somit die Reduzierung oder die Dallenneigung zu reduzieren. Ein zusätzlicher Trick, um auf ein geringes Gewicht zu kommen. Normalerweise sitzt der Nippel innen in der Felge drin und durch das, dass die Speiche immer in einem Winkel abgeht, hat man nur eine ganz kleine punktuelle Auflage in der Felge. Unser Washer hat genau das Gegenstück dazu und dann sitzt der Washer wie so ein Kugelkopf auf dem Nippel. Dann ist es keine punktuelle Auflage mehr, sondern man hat immer eine super großflächige Auflagefläche. Die kleinen Tricks zusammen ermöglichen unser sehr geringes Laufradgewicht. Als Beispiel die Folgen mit der 35 mm Innenweite. Da sind wir in 650B bei einem Laufradgewicht von 1650 Gramm. Die Folge ist wesentlich einfacher, tubeless zu machen. Wir liefern die Folge mit dem tubeless Band aus. Geht, wenn man das montiert, von hier oben bis auf die andere Seite hier oben. Habt ihr irgendwas, einen Laufradsatz zum Beispiel, speziell für E-Bikes? Hammer, kann ich dir hier zeigen. Eins der Probleme ist, dass die E-Bikes von Haus aus schon schwerer sind. Das heißt, eigentlich bräuchten die Laufräder mit der höheren Zuladung, also mit der höheren maximalen Gesamtgewicht. Die maximale Zuladung ist 180 Kilogramm. Wir haben kurz vor der Messe noch spezielle Speichen von Sapin bekommen. Das ist eine 2.6, 2.3, 2.6. Das ist die Standardnabe. Die Flansche sind verstärkt, die Bohrungen sind angepasst. Jetzt hast du uns bisher nur Alu-Laufradsätze gezeigt. Habt ihr auch was in Carbon? Haben wir auch. Das ist unser Cross-Country-Marathon-Laufradsatz. Super leicht. Der Satz in 29 Zoll, 1195 Gramm. Der Laufradsatz ist übrigens der Laufradsatz, der Gewinner der Verlosung gewinnen kann. Ja, an der Stelle möchte ich allen Teilnehmern den Daumen drücken und dem Gewinner wünsche ich viel Spaß mit dem Laufradsatz. Ich übergebe jetzt an den Fabo und der Fabo kann euch dann noch ein bisschen was zu unserem Colored Carbon und zu unseren Namen sagen. Alles klar, super. Dankeschön. Ciao. Ciao. Hey Fabo. Servus Benny, hi. Du als Nabenspezialist, hau mal einen raus. Wir haben Straight Pull im Angebot, J-Band, Straight Pull für Road. Habt ihr denn jetzt auch was Buntes ja, zu den Namen? Da gehen wir zwei Präsenter weiter, dann zeige ich dir was Buntes. Präsenter? Präsenter, jawohl. Und zwar unser Colored Carbon, wie du hier sehen kannst, in einem schönen Blau.
Dabei handelt es sich um eine eingefärbte Carbonfaser. Wir werden starten mit einem Blau und einem Grün. Und es wird dann auch noch ein Cool Grey geben. Sieht auf jeden Fall mega aus. Wird dazu auch Lenker geben, falls bloß ein Teil getuned werden soll. Macht der Lenker in Grün, denke ich, auch einiges her. Fabo, vielen Dank. Ich sag danke. Wir wünschen euch mega viel Erfolg. Dankeschön. Mach's gut. Danke. Ciao. Ciao. Hey, ich habe den Lenker mitgenommen.